Jo, da ist der Gusor wieder. Ich habe gar nicht lange geskippt. Ich will hier das Rathaus haben, klar. Und dann ist mir aber bewusst, dass ich hier in dem Bereich die dunklen Bohrer habe. Ich habe nicht viel an Truppen. Und der Minenwerfer ist richtig krankes Zeug. Aber ich denke, wenn ich das halbwegs gut einsetze, müsste ich zumindest die dunklen Bohrer bekommen. Im Notfall würde ich einen Rage setzen, aber ich denke, oh, hier die, schade, schade, der war nicht so gedroppt, wie er hätte sein müssen. Aber ich denke, dem ziehe ich zumindest, jetzt lasse ich da die Magier, so ein bisschen, hier, zack, ja, den hätte ich, das war ein bisschen scheiße, den hätte ich anders droppen müssen, aber passt, ist in Ordnung. Minenwerfer ist weg. Einwandfrei. Und wie gesagt, ich habe gesehen, ich kann gegen diese Base nur abstinken. Ich komme da nicht, wer weiß, wie weit rein. Dann muss man einfach das Beste draus machen. Der Bohrer hier wäre noch, aber der ist nicht so voll wie die oberen beiden. Trotzdem würde ich ihn gerne mitnehmen. Ich bin noch außerhalb der Range vom Minenwerfer, aber zieht es trotzdem noch. Und da seht ihr es halt einfach wieder. Es war ein wirklich erfolgreicher Raid bei einer total krassen Base, die ich natürlich mit meinen paar Bogies nicht reißen kann. So, was wollen wir mehr? 1,5k läuft. Bin ich richtig gespannt. Bin ich richtig gespannt, weil bei so n Sachen halt der Luftfeger. Also ich bin auch der Meinung, ich habe den auch am Anfang ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Wenn man den Luftfeger richtig stellen kann, wenn man damit echt arbeitet, dann bringt der wirklich auch was. Weil ihr seht's halt, der macht halt auch Fläche. Ja, guckt mal, was dieser kleine Mist-Luftfeger macht. Der hält die Drachen echt im unteren Bereich der Base. Jetzt kommt erst die Queen und hat den kalt gemacht. Trotz alledem wird das mit den Vierer Drachen richtig gut laufen hier. Aber ihr habt selber gesehen, was dieser eine Drecks Luftfeger machen kann. Ich würde mal sagen, richtig geiler Loot und ich gucke hier oben auf diesen Bohrer. Ihr wisst es selber. Ich bin halt mega dunkelgeil auf jeden Fall. Und die kommen aber nicht mehr bis nach komplett oben, weil dafür ist die Luftabwehr dann da. Das wird nichts. Aber geiler Loot auf jeden Fall. Richtig geiles Ding. Super gemacht. Aber die 11 Drachen haben natürlich auch ein bisschen Alex gekostet, muss man auch sagen. Aber ansonsten passt. Finde ich mega geil, dass die Raids. Also, ich kann mich echt nicht. Ganz ehrlich, hier, das ist auch wieder fast ein Millionen-Raid. Also, weil, ich hatte zuvor halt eben immer mal eine Nachricht bekommen, oh, das war noch nicht so toll. Ganz ehrlich, also, entweder es liegt jetzt an meiner Laune, dass ich halt mega gut drauf bin, oder halt wirklich, ich kann nur sagen, die Raids sind gut. Und wenn sie halt scheiße waren, dann konnte man wenigstens noch mal was Gutes dazu sagen. Also von daher läuft. Auf jeden Fall. Wir haben noch alles. Wir haben noch alles dabei. King und Queen kann noch gedroppt werden. Also ich sag mal, das Dunkle ist noch drin. Also theoretisch, das Dunkle wäre noch Arsch. Ah, schade. Hier, aber ey, passiert. Passiert, Leute. Das Dunkle wäre drinne gewesen, wirklich. Das ist schade. Hätte drinne, locker drinne sein können. Sind wir ehrlich. Passt aber, ist jetzt nicht.
Hey Leute, eine Frage. Ist es okay, dass es. Ach so, ja, ey, hat Champ vollkommen richtig gesagt. Schreibt es in die Kommentare rein, vollkommen richtig. Ist diese Zeit 17 bis 18 Uhr in Ordnung? Kann ja auch sein, dass es heißt, oh nee, 17, 18 Uhr ist totaler Kack. Weil wir wollen natürlich wirklich jedem die Chance geben. Und ich sehe es ja wirklich. Ich meine, wenn das jetzt momentan auch in dem anderen Clan so läuft, dass da nichts rumgespammt wird, vollkommen in Ordnung. Bis irgendein Horst krabbelt wieder aus seiner Höhle und sagt sich, ho, 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 ich bin toll. Und ja, bereite halt anderen wieder mal eine schöne Hashtag-Freude. Ja, und von daher ist das immer nur eine Frage der Zeit. Und wenn dann halt wirklich so ein Millionen-Raid weggespammt wird, ist halt mega nasty. Auch sehr lucky-lastig, sehr, sehr lucky-lastig. Aber der Pask wird sich sagen, hey, ist doch scheißegal, meine Queen ist schon auf 20, also. Ja, läuft. Aber beim Town Hall 10er ist natürlich eine 20er Queen auch wirklich Standard. Das ist jetzt nicht too much. Ich würde gleich gerne noch mal kurz in seine Base reinschauen. Mache ich gerade mal. Weil die Mauerbrecher waren jetzt noch nicht gemaxt, so. Ich bin gleich wieder weg. Tut mir leid. Weil ich den Clan natürlich dann auch wieder verlasse. 131. Hier fällt mir halt auf. Klar, Luftfeger. Das sieht man. Zeitgleich, aber vollkommen in Ordnung. Nicht wild, alles cool. Das ist geil. Das ist geil, weil der halt wirklich die Range hat, dass man sagen kann, gut, okay, komm. Und auch hier richtig die Aufstellung. Finde ich gut. Hier hätte ich sie getauscht, muss ich sagen, weil die Range halt vom X-Bow viel größer ist. Aber mach, wie dir das passt. Würde ich aber sagen. Ich hätte das hier hätte ich noch dich daran genommen. Aber wie gesagt, ansonsten, das hier ist eine geile Scheiße hier. Das mit dem Inferno, das wird vielen das Genick brechen. Mach die Helden höher. Mach die Helden höher, auf jeden Fall. Aber du bist ja hier schon am Farmen. Ja, klar. Da kannst du locker, logischerweise, klar. Deine Queen würde jetzt irgendwie 105.000 Dunkles kosten, also einwandfrei. Läuft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also es waren wieder richtig geile Dinger dabei. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn es heißt, der Gusor ist wieder am Start. Ja, haut rein. Ciao, ciao.